So. Im Prinzip habe ich mir gerade überlegt, im Prinzip könnte ich eigentlich schon eine kleine Burg bauen und schon die weiße Insel übernehmen. Da hätte ich nämlich wirklich alles, was ich bräuchte. Ich könnte Tabak bauen. Wie gesagt, das wäre ja für mich, wäre das eine reine Plantageninsel. Weil ich könnte Tabak bauen. Ich könnte Alkohol bauen, den ich so dringend brauche. Und wenn der Typ kein Geld hat, dann kann ich ihn halt wirklich so richtig ausrotten. Und dann kann ich mit allen anderen eigentlich so ganz normal handeln, wie ich das halt immer mag. Also eigentlich total friedlich. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Aber es gibt kein Eisen auf dieser Insel. Okay. Im Grunde kann man das echt machen. Wie gesagt, wenn er dann halt auf die Idee kommt, irgendwie Soldaten zu bauen oder sowas. Weil ich das bei anderen eigentlich eher erwarte. Also bei dem hier eigentlich erwarte ich, dass er schon eine Burg hat. Nö, hat er nicht. Ah doch, hat er. Genau. Wie gesagt, der Weiße, das ist eigentlich prädestiniert. Also, ich bin eigentlich fast am Überlegen, ob ich das nicht schon gleich mache. Ich will halt eigentlich wirklich einfach nur schnell die Insel einkassieren. Ich meine, da können wir mal speichern und dann mal den Spaß angehen. Spielstand gespeichert. Und dann mal schauen, wie das läuft. Also theoretisch können wir das ja so sagen sogar schon. Dann können wir hier sogar sagen, zack, zack, zack. Theoretisch wäre das dann ja sogar schon... Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. ...schon möglich, ihn schon platt zu machen. Und dann natürlich unsere Insel zu bauen. Also theoretisch können wir da schon hinbauen und dann von da aus kommend... ...eigentlich schon alles, also quasi die Insel in Beschlag nehmen für uns. Dann von da aus kommend die ganze Insel pleteln. So, dann würde ich hier vielleicht mal so einen Sammelplatz machen. Mal den Wald hier ein bisschen wegmachen. So rum, so rum. So, kann ich hier noch ein bisschen... Nee, das passt. Wie gesagt, ich will eigentlich wirklich nicht... wirklich nicht groß Krieg machen. Ich mag Krieg eigentlich überhaupt gar nicht.
Aber ich will halt die Insel. Wenn der Weiße einfach sagen würde, nö, die Ressourcen okay, die Insel dieser kannst du Insel haben, sind erkundet. Na, so toll ist die Insel aber auch nicht. Dann würde ich auch sagen, ja, super, mach mal. Aber so ist es ja nicht. Habe ich die Insel eigentlich? Ne, habe ich noch nicht. Das Problem, das ich halt habe, ist, ich brauche halt wirklich einiges. Und das Problem ist auch, wenn ich einen Krieg anfange und dann die anderen sagen, boah, geil, dann mach mal mit, habe ich auch ein Problem. So, aber theoretisch könnte ich mich ja da irgendwo hinsetzen. Ins gemachte Nest. Mist, ins gemachte Nest. Was halt das Ding ist, der hat ja Schiffe. Das ist halt das Problem, das ich dann auch noch habe. Dass ich sein Schiff versenken muss. Und dafür bräuchte ich halt eine Flotte. Dafür bräuchte ich ja mindestens 2 Kriegsschiffe. Neue Soldaten sind verfügbar. So. Kannst du vielleicht mal dahin gehen? Der hat aber noch überhaupt keine Soldaten. Das finde ich eigentlich fast gut. Ah, der Tabak hört auf. Okay, dann schalten wir den einen wieder aus. Du wieder tabakisieren. Was war hier? Tabak, Weintrauben. Also eigentlich alles, was ich will. Kann man hier ein paar Felder Tabak hinsetzen, kann man hier ein paar Felder Weintrauben hinsetzen. Wir sollten vielleicht noch mal ein paar Sachen im Auge behalten. Stoff ist okay, Holz ist okay, Lebensmittel ist okay, Tabak geht zurück, es ist klar warum. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ich weiß, das war Absicht, weil sie mir sonst übermäßig Ressourcen rauben. Die ich jetzt brauche für die Herausforderungen. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Das ist schön. So. Dann fahr doch mal hier hoch und hol dir ein paar Kanonen ab. Du hast natürlich nur 3 Felder. Das heißt, ich bräuchte 2 so Schiffe. Einmal, um sein Schiff platt zu machen. Hat er eine Werft? Nein, hat er auch nicht. Und der hat auch nur ein Schiff, ne? Wenn der keine Werft hat, hat er nur ein Schiff. Dann kann ich... Okay, also ich... Ja. Gut. Wo ist denn mein Neue Soldaten sind verfügbar. So. Die ist da, die ist da. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet.
Okay, also ich würde quasi 6 Kanoniere haben wollen, weil wie gesagt, wenn es da keine Gegenwehr gibt, dann sind 6 Kanoniere ausreichend. Wenn es Gegenwehr gibt, sind sie natürlich nicht ausreichend. So. Geh du mal dahin. Dann würde man mal hier sagen, Kanonen. Zack. Okay. Die Frage ist jetzt natürlich, wie viele Kanonen brauchen die? Mit 8 sind die eigentlich schon fertig, ne? Ja. Mit 8 sind die schon fertig. Okay. Das heißt, du kannst sie eigentlich schön da in den Hafen legen. Okay, das ist der... Ist das der Gelbe? Ja, das ist der Gelbe. Das hier ist der Weiße. Da, 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 da. Da, 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 da. Würde noch mal speichern wollen. Gesichert. Und dann würde ich noch mal schauen, wo ist denn die die Seagull? Okay, hier haben wir schon geguckt. Dann würde ich mal dahin fahren. Dahin fahren. Dann mal da gucken. Da, 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 da. Meine Bilanz geht gerade ein bisschen runter. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Okay. So, also, habe ich sie jetzt alle? Da? Eine Einheit wurde ausgebildet. Zack, 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 zack. So, hier nochmal ein Schiff. So. Und dann würde ich dich sagen, nochmal. So, dann kannst du mal da runterfahren. Okay, den kenne ich. Da weiß ich, was es da theoretisch gibt. Da weiß ich, wofür die da sind. Aber Erze hat es nirgends geheißen, ne? Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Dann bin ich nicht alleine. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay. Du, du, du. Du, 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 du.